sich Leuten aufdrängen müssen, die einem noch gar nicht kennen, mit Leuten, fremden Leuten sprechen, die dazu auch noch Entscheider sind, also vom Status her teilweise sehr weit über dir stehen, wenn du zum Beispiel noch ein Startup-Unternehmer bist oder Freelancer oder IT-Experte oder vielleicht sogar noch Angestellter bist und dich nebenbei selbstständig machen möchtest und da Kunden direkt gewinnen möchtest etc. pp. Ja, das fällt vielen Leuten nicht besonders einfach und ganz besonders Leuten aus der digitalen IT-Branche, die doch häufiger auch etwas introvertiert sind und zudem auch noch in Deutschland aufgewachsen sind, wo letztendlich Kaltakquise per se ja, keinen besonders guten Ruf genießt, wo man letztendlich auch fast so schlimm wie in Asien, teilweise in Japan, einfach Leute, fremde Leute direkt ansprechen, ja, auch etwas verpönt ist, ja, im Gegensatz zu vielleicht Süditalien, ja, Südeuropa, ne, wo man einfach jeden irgendwie, hey, ciao, bella, ja, das ist halt in Deutschland etwas anders, ja, in Japan zum Beispiel auch sehr viel anders, also ich weiß nicht, ob es in Japan überhaupt jemand gibt, der Kaltakquise macht, ja. Wenn man Japan zum Beispiel, ich war unlängst bei Nokia und gegenüber war ein Wohnblock, wo ich gewohnt habe und da waren permanent irgendwelche Koreaner und Japaner und so weiter, Asiaten in dem Aufzug und man merkt, man weiß ganz genau, wenn es ein Koreaner oder Japaner ist, dann merkt man das eben daran, wir können es ja manchmal, wir Europäer können es manchmal vom Äußerlichen ja nicht unterscheiden, aber letztendlich im Gegensatz zu ja, Filipinos oder ja, irgendwelchen anderen Asiaten, wenn die einfach immer den runterschauen. Ja? Also allein sich schon anzuschauen, ja, in der U-Bahn oder im Aufzug oder so, ist schon quasi ein Affront, ja, ist schon verpönt. Bei uns in Deutschland ist es nicht ganz so schlimm, ja? Besonders in Bayern, da sind wir vielleicht doch ein bisschen offener, aber letztendlich ist Kaltakquise etwas, wovor sich die Leute eigentlich grundsätzlich scheuen, teilweise sogar wirklich Angst davor haben oder sagen wir mal, einfach so viel Überwindung kosten würde, dass sie es einfach nicht tun, ständig prokrastinieren, vor sich herschieben und so weiter und so fort. Und ich sage das, obwohl ich, sagen wir mal, eine Person bin, die da draußen seit, ich würde mal sagen, mindestens 10 Jahren von der Kaltakquise im Kern lebt. Also meine Miete, ja, meine Aldi- und Lidl-Einkäufe, meine Einkäufe bei Rewe, meine Gasrechnung, meine Stromrechnung, meine Wasserrechnung, ja, alles bezahle ich letztendlich seit fast 10 Jahren aus der Kaltakquise heraus. Davor war ich 10 Jahre mehr oder weniger im Online-Marketing-Geschäft und dann habe ich mich sozusagen darauf spezialisiert, diese beiden Welten miteinander zu kombinieren. Und seitdem hat sich viel getan, aber eines ist immer noch gleich geblieben, ist die gute alte Kaltakquise. Und es gibt eigentlich keinen schnelleren, direkteren und vor allen Dingen kosteneffektiveren Weg, als wie über die Kaltakquise Kunden zu gewinnen. Vorausgesetzt, und das ist das große Aber, du hast ein gutes Angebot. Wenn dein Angebot nicht gut ist, nicht valide, nicht geprüft, ja, in sich nicht schlüssig, also irgendwelche Fehler hat, dann ist Kaltakquise sehr, sehr hart. Warum? Weil du nichts hast, keine Personenmarke, kein Brand, kein gar nichts, vielleicht noch gar keine Webseite, noch nicht mal ein richtiges, vernünftiges Office, null. Ja? Das heißt, das Einzige, wo du durch Vertrauen gewinnen kannst in der Kaltakquise, soweit Vertrauen aufbauen kannst, dass dir jemand dein Produkt oder deine Dienstleistung dann auch abkauft, die Geld dafür gibt, ist, indem du von der Hochwertigkeit deines Angebots überzeugen kannst und das Produkt dann eben so gut ist, dass es dann auch gekauft wird und auch behalten wird, also nicht wieder sozusagen und auch weiterempfohlen wird. Und diejenigen, die das gut können, die wachsen sogar auch völlig ohne Brand, ohne Personenmarke und so weiter. Und ich habe viele meiner Kunden, die auf mich zukommen, die sagen, ich bin über Jahre hinweg gut gewachsen, ja, habe ein paar Mitarbeiter und so weiter, aber gemächlich, ja. Aber es fehlt mir irgendwas. Ich möchte jetzt skalieren, so richtig skalieren. Und dann machst du einfach nur mehr vom Gleichen. Oder du kombinierst das und baust eine Marke auf. Das heißt, du gehst in die Sichtbarkeit. Ja, zeigst dein Gesicht oder du
kannst auch letztendlich nur dein Brand zeigen, ja, wenn du selber nicht rausgehen möchtest. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten, entweder Personenmarke oder Firmenmarke. Es gibt bei beiden Vor- und Nachteile, können wir gerne im Gespräch one-on-one diskutieren. Ich werde auch hier noch einige Videos zu diesem Thema drehen, Personenmarke versus Firmenmarke. Ich würde aber grundsätzlich empfehlen, in der heutigen Welt, wo es wirklich so einfach ist, rauszugehen und ein Gesicht zu zeigen. Wenn ich mal das zurückdenke, vor 20, 25 Jahren, da gab es das Radio, die Zeitung, der Fernseher, das konnte sich kein kleiner Unternehmer leisten. Ja? Also im Werbespot 3 Sekunden, 30.000 Euro weg. Ja? Und du konntest es nicht mal messen. Du hast es dann nur in deinen Google Ads gesehen. Jedes Mal, wenn der Werbespot gezeigt wurde, dann gingen die Google Ads hoch, ja? Weil das natürlich miteinander kombiniert. Die Leute sehen dich im Fernsehen, googeln dich als nächstes. Ja? Also so vor 10, 20 Jahren, wo Google Ads die vorherrschende Marktmacht war. Mittlerweile gibt es ja LinkedIn, Facebook, TikTok und andere Dinge. Okay, so viel ich möchte es jetzt mal so. Mach dir einfach da mal Gedanken drüber. Wir hier in unserem Kerngeschäft bei Klein Marketing Consulting sind auch wirklich Kaltakquise, Kaltakquise, Kaltakquise. Aber wenn du es schaffst zu kombinieren, und wir haben jetzt auch in unserem Portfolio diverse Partnerschaften, diverse Experten aufgebaut in den letzten Monaten und Jahren schon, weil uns das sehr bewusst ist, ja, dass aufgrund von TikTok, Reels und all diese Dinge es sehr viel einfacher ist, letztendlich Kunden zu gewinnen, wenn du kombinierst das, was du vielleicht schon machst oder auch selbst das, also manche, die machen nicht mal Kaltakquise, die ganz noch am Anfang stehen, sollte jeder mal durchgegangen sein, jeder sollte mal den Schmerz gespürt haben, jeder sollte mal den Pain gespürt haben. Ja? Also es bringt nichts, wenn du sagst, okay, ich will beim Marathonlauf teilnehmen diesen Sommer in München und überspringst das komplette Training, ja, überspringst den ganzen Schmerz. Ja. Also das ist vielleicht einigermaßen ein gutes Beispiel und sagst, okay, ich stelle mich gleich ans Ziel. Ja. Kannst du zwar machen, aber im Unternehmerleben musst du immer erst durch den Schmerz gehen, um dann wirklich gesagt zu haben, okay, ich bin tatsächlich diesen Marathon auch selber gelaufen. Ja. Okay, soweit so gut, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, hau rein, ciao.